Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute mal mit einem etwas anderen Video. Ihr seht auch, der Hintergrund ist etwas anders und allgemein hat sich ein bisschen was verändert. Ja, das liegt halt einfach daran, Leute, dass ich einfach nicht mehr so zufrieden mit meinem Kanal bin und allgemein mit den Sachen, die ich in letzter Zeit fabriziert habe. Ja, um es genau zu sagen, habe ich sehr viel Mist in letzter Zeit gemacht. Ich weiß nicht, ich habe schon noch Lust auf Vlogs und so, aber ich habe alles ein bisschen zu ernst genommen und ein bisschen falsch gesehen. Ich habe einfach in letzter Zeit nur noch Videos gemacht, um Abos und Klicks abzustauben und einfach irgendeine Scheiße abzuziehen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe einfach kommentiert bei so anderen Leuten und eigentlich habe ich mir das Video nicht mal angeguckt, einfach nur damit ich mehr Abonnenten oder mehr Aufmerksamkeit bekomme, was eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Und das soll jetzt einfach aufhören und ich habe einfach Lust gehabt, mal was Cooles zu machen und mal ein Video auf einer anderen Art zu machen und einfach mal so ein bisschen, ja, gechillter und entspannter. Und nicht wie der letzte Vlog, der zwar mega abgegangen ist, aber letztendlich stehe ich dahinter nicht, weil eigentlich war er nicht so cool, aber ja, aber hinter diesem Video stehe ich vollkommen. Und ja, das Video mache ich heute nicht alleine. Gut, wenn ich es so sehe, mache ich es schon alleine. Aber ich habe heute jemanden dabei, und zwar meinen Hund. Ja, wie kommt jetzt mein Hund hier hin? Shit. Da, guck mal. Also Leute, ich darf euch vorstellen. Leute, das ist mein Hund. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja Leute, ich wechsle einfach mal kurz die Perspektive, denn hier geht das ja nicht. Ich will euch nämlich ein paar coole Tricks zeigen und allgemein mal meinen Hund einfach vorstellen. Und meine Kamera ist auch gerade leer, deswegen muss ich das kurz ein bisschen nach hinten verschieben. Aber ihr seht das jetzt auf jeden Fall nach dem nächsten Cut und ja. Auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft, in eine neue Perspektive zu gehen. Und damit mein Hund auch extra noch ein bisschen gehorsamer ist, was er auch so ist. Aber ihr seht schon, er fokussiert hier. Habe ich hier ein bisschen Hundefutter, was natürlich jetzt ganz klar zensiert ist, weil ich will keine Werbung machen. Und ja, und wir haben hier noch den Ball für ein paar coole Dinge. Und Leute, ich habe euch gesagt, wir führen euch jetzt ein paar Tricks auf. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem leichtesten Tricks von allen an. Und zwar machen wir jetzt Platz. So einfach kann es gehen. Platz. So Leute, wir können es gerne nochmal vorführen. Platz. Ganz einfach, oder? Hast du fein gemacht. Ja, fein. Natürlich kann mein Hund nicht nur Platz oder Sitz, was er schon die ganze Zeit macht, was ich euch gar nicht zeigen kann, sondern natürlich kann mein Hund auch Pfote. Ganz einfach. Leute, mein Hund kann das auch noch viel besser, und zwar linke Pfote. Linke Pfote. Perfekt, das ist seine linke. Rechte Pfote. Natürlich könnte ich jetzt meinen Hund auch rumführen. Gibt beide Pfoten. Andere auch. Jawohl, guck, und jetzt haben wir hier einen sehr guten Hund, der sehr schwer ist. Leute, aber alles, was ihr jetzt hier seht, kann mein Hund auch. Und natürlich werde ich das auch ein bisschen schneiden, weil manches nicht funktioniert. Aber wir können ja vielleicht sowas wie Outtakes am Ende machen, die auf jeden Fall bis jetzt schon sehr lustig sind. Das war zum Beispiel ein Outtake. Jetzt geht's weiter mit einem sehr coolen Trick. Für diesen coolen Trick, mein Hund fokussiert die ganzen Leckerlis, die er eigentlich sonst nie bekommt, außer für das Video jetzt mal. Da habe ich mir gedacht, ja, machen wir es doch einfach, dass es leicht ist. Aber es ist einfach schwerer, weil mein Hund die ganze Zeit Leckerlis will. Okay, komm her. Komm her. Sitz. Platz. Hoch. Stopp. Komm. Ruhig. Platz. Drehen. Das war die falsche Drehung, aber... Okay, Leute, passt mal auf. Wir können nämlich eine coole Drehung... Ich hoffe, du kannst sie. Platz. Dreh dich. Hä? Dreh dich. Jawohl. Hey, Pfote, komm, los. Ja, weil du hast die Drehung gemacht. Hoch. Nice. Und jetzt
jetzt, Leute, habe ich noch eine Idee. Und zwar lasse ich jetzt meinen Hund diese Leckerlis suchen. Ich werde 3 Stück in meinem Zimmer verteilen. Und mein Hund wird alle 3 finden, das sage ich euch. Ich werde jetzt verstecken und mein Hund sieht das ja nicht ungefähr. Deswegen, mein Hund ist auf jeden Fall schon ganz heiß drauf und hat, nein. Er hat schon eins gefunden. Nun, ich würde jetzt mal in die Ansicht der Suchkamera meines Hundes switchen. Okay, Emmy, bist du bereit? Okay, such, riech, such. Da, jawohl, komm, such. So, mein Hund wird jetzt hier bleiben und währenddessen werde ich noch weitere verstecken. Such, komm, los. Komm, such. Riech, such. Jawohl. Jawohl. Und ja, da sind wir wieder. Und ja, mein Hund hat alles gefunden. Und das ist schon gut. Und für die Leute, die sich jetzt irgendwie denken, hä, aber der hat doch alles gesehen. Ja, das ist richtig, aber Hunde können nicht so gut sehen. Und deswegen hat er es vielleicht ungefähr so gesehen. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall konnte er es nur riechen und hat es gefunden, was eigentlich relativ gut ist. Ja, wenn euch das gefallen hat mit meinem Hund, also dieses Video, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und wir gucken mal. Vielleicht machen wir noch einen Teil 2, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Und wir haben ja noch was aus dem letzten Video zu machen, und zwar das mit der Frage des Tages. Und ja, die machen wir jetzt kurz und dazu hole ich mir schnell irgendeinen random Kommentar, der Platz 1 geworden ist. Und danach stellt euch mein Hund noch die Frage des Tages. Deswegen holen wir das jetzt alles mal und machen sie bereit. So, es ist schon etwas später am Abend und wir müssen ja noch den Top-Comment machen und die Frage des Tages stellen. Auf jeden Fall werde ich die Antwort des Tages jetzt immer erstmal an mein Whiteboard hängen. An die Personen, die wieder sagen, dass es von Hey Moritz geklaut ist. Schreibt doch eine bessere Idee in die Kommentare, wie ich es besser machen kann, damit es nicht geklaut ist. By the way, ist es auch nicht geklaut, weil ich habe mir das Whiteboard auch gekauft, um Moritz nachzumachen. Und das wollte ich dann nicht mehr und deswegen habe ich jetzt ein Whiteboard und kann ja damit wenigstens die Kommentare da dran heften, Leute. Auf jeden Fall habe ich hier den ersten Kommentar, beziehungsweise die erste Antwort von MWTV. Und der hat vor 20 Stunden geschrieben, nice, cooles Video, war sehr cool und die Idee mit der Frage des Tages finde ich sehr kreativ. Ich selber muss auch immer den Geschirrspüler ausräumen und habe auch manchmal das Problem, dass ich nicht weiß, was ich mit manchen Sachen machen muss. Lachender Smiley. Dieser Kommentar hat 6 Likes. Ist schon mal gut. Also ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen mehr die Kommentare hochliken, damit wir ein klares Ergebnis haben. Auf jeden Fall MWTV, herzlichen Glückwunsch. Du bist der erste Kommentar. By the way, kannst du dir gerne eine Farbe in den Kommentaren wünschen. Du siehst ja hier die Farben und schreib einfach eine Farbe in die Kommentare, von der der Magnet sein soll. Jetzt erstmal ein bisschen weiß und das nächste Mal können wir das ja gerne ändern. Es gibt schwarz, grün, das interessiert eh keinen. Auf jeden Fall sieht man vielleicht hier ein bisschen, ich habe sehr gut ausgeschnitten. Aber das ist jetzt nicht das Video. So, damit ist dann dieses Video auch schon zu Ende. Achso, die Frage des Tages habe ich ja noch nicht gesagt. Und die wird mein Hund jetzt auch nicht sagen, weil er gerade nicht hier ist. Auf jeden Fall ist die Frage des Tages, wie, ob ihr Haustiere habt und ihr könnt ja noch irgendwas anderes dazu schreiben. Wie gesagt, ihr müsst halt Top-Comment werden, um hier dran zu kommen. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen anders war. Ich finde, es war schon ein bisschen anders. Und ja, es hat mich gefreut, dass ihr alle zugeschaut habt. Und ja, mal gucken, ob wir noch einen zweiten Teil machen. Ich hoffe, ihr habt eine kleine Veränderung wenigstens gemerkt. Und ja, hier könnt ihr abonnieren, hier 2 andere Videos anschauen und ja, das ist immer noch gleich geblieben. Und ich bleibe jetzt hier noch so ein paar Sekündchen stehen, weil, you know, das muss erst eingeblendet werden und ihr müsst draufklicken. Und ja,